You want to fight snow now? Just like that and your enemies? Next time we meet, we might be too. When the fear sank in, it tore us all apart. Lightning was suffering, reaching out to us, but none of us could see it. Snow deserves it. If only I'd been stronger, none of this ever would have happened. Was sie wohl damit meint? I don't know what I should do. That makes two of us. Oh, hey! You're taking care of me. Well, it won't be if you keep pushing me like that. Wait for me! I'm going with you. I can't babysit you anymore. I can fight. I'm not afraid. Great. A SCICOM hit squad. Okay, wir sind jetzt mal gezwungen, mit den Paradigmen auszukommen, die wir zurzeit von denen bekommen haben. Okay. Also die zurzeit nur, die geben sich auch positiv Zustände, diese Ratten. Oh, Doppelheiler, mir egal. Anders kann ich nicht. Oh, sehr schön. Ich brauche einen Augmentor, da ist er. Weil er gibt mir eher Defensive. Das brauche ich. Ach, ich bin tot. Glück gehabt. Heil mich, heil mich, heil mich. Danke, mein Kleiner. Ja, die haben auch so einen Augmentor. Und die haben ihn... Ihr seht ja diesen kleinen Blitz mit dem Schild, das heißt, er hat Ex-Blitz auf sich. Wir haben ja Ex-Foy kennengelernt von Hope. Und das ist Ex-Blitz, das heißt, guter Widerstand gegen Blitzangriffe. Weil Lightning als Verheerer Blitzangriffe drauf hat. Och, ich habe völlig übersehen, dass ich... Sie hätte Blitzangriffe drauf, deshalb haben die automatisch ihre... Ja, das war klar. Deshalb haben die automatisch Ex-Blitz gegeben, damit Lightning mit ihrer Blitzattacke auch bloß keinen Schaden anrichtet oder sehr wenig. Null Sterne. Not bad. Really? Thanks. Ich finde es blöd, dass man mit den Paradigmen auskommen muss, die man jetzt zum Beispiel gestellt kriegt. Ich hätte gern meinen eigenen. Ich habe immer so eine eigene Aufstellung. Oben sind die Offensive und je weiter nach unten es geht, desto mehr wird es defensiv. What now? I mean, we can stay here, but shouldn't we? Run? Huh? We should run. If we rush in now, we'll just get in her way. You know, you're right. I guess. I mean, it's not like Lightning needs any help. Wen haben wir denn jetzt? There'll be more soldiers. We should keep moving. Lightning? Are you worried about the others? I'm sure they got away, okay? So can you if you leave now. With me, it'll be fight after fight. I don't know how it'll end. It's anybody's guess. I know that. But I need to be stronger. Lightning.
Call me Light. What's the plan from here? Through the Gap or Whitewood to Palampolam. We'll find transport to Eden. I live in Palampolam. I can show you all the shortcuts. No side trips. No need. I don't think Lassie are welcome at home. Sehr schön. Dürfen mit denen anfangen. Als allererstes die Paradigmen. Das ist okay. Den tausche ich mit dem. Den tausche ich mit dem. Hier mache ich einen Brecher draus und einen Heiler. Doppelheiler brauche ich, werde ich nicht brauchen, bin ich mir sicher. Überlegen, überlegen. Zur Sicherheit mache ich noch einen Verheerer und Heiler. Für etwas, was später kommt. Aber wir werden nur zurzeit diese vier benötigen. Und mit denen fangen wir mal an. Gucken, ist hier hinten noch was? Oh, nein. Boah, schon eine Stunde 20 Minuten aufgenommen. Ah, solche langen Laufszenen erinnert mich ja schon an God of War 1 und 2. Speichern wir einmal zur Sicherheit. Jo. Gut, jetzt können wir hier weiter. Ich muss mal die Kamera hier links und rechts wie ein Besoffener hin und her schwingen. Um bloß keine Kugel hier zu übersehen. Ich muss mal kurz R1 drücken, um zu gucken, ob ich beide... Ja, den Nahkämpfer habe ich nicht. Den Anwärter. Den Gendarme. Den werde ich töten. Hope gibt mir so lange Verteidigung. Ja, Defensive. Den töten wir auch jetzt. Ja, noch erwischt, bevor er gestorben ist. Ich will ja nur halt die Informationen aus ihm rausquetschen. Bei 100 Stück kriegt ihr dann, ja, den Bonus, das Bonus-Design von Sass. Habe ich gerade eine Kugel gehört? Nein. Aber hier ist eine, sehe ich schon an der Karte. Ihr seht, ich fange extra mal mit dem Breche Augmentor-Paradigma an. Weil, wenn man schon hier diese Abwehr hat, wieso nutzt man die nicht? Das ist sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Wenn das erledigt ist, einfach wechseln. Auf Unoffensive. Ja, der ist tot. Was hat er denn für Schwächen? Feuer, Eis. Oh, die 5 Sterne werden jetzt langsam immer knapper. Glasfaserkabel. Ja, noch ein mit mechanisches. Mich, ein mechanisches Komponenten. Nee, mechanische Komponenten. Das sind hier 3 gewesen. Und wieder hier das gleiche Spiel. Solange uns Hope mit positiv Zuständen versorgt. Ey. Stirb. Stay sharp. Ach, die benutzen auch Feuerangriff, also Elementarangriff, habe ich gar nicht gesehen. Dann wäre es eigentlich auch schon mit Hope. Eine Resistenz gegen magische Angriffe. Also ihn. Hope that. Oh, ich ist zu spät, ich kann kein Deutsch mehr. Wir hätten Hope uns auch
magische Resistenz verpassen lassen sollen. Wow. Analysator. Ich kann den noch immer nicht anwenden. Nein, hätte ich gesehen. Ein Präventivschlag. Einfach angreifen. Ich warte noch. Sehr schön, der ist tot. Was hat er denn überhaupt? Der hat gar nichts mehr. Der hat nur ein paar Fragezeichen. Ihr seht, das ist so eine Art Maschinengewehr. Ich habe hier mal am Anfang erwähnt, diese Kopplungsgeschichten, wenn ihr jetzt zwei verschiedene Items miteinander kombiniert, dass ihr so einen Zusatzeffekt bekommt. Zum Beispiel physische Resistenz minus 5. Und der ballert jetzt halt wie ein Maschinengewehr rauf. Und jeder Schuss wird jetzt um 5 reduziert. Wirklich vorteilhaft. Man denkt, 5 Keramikpanzer. Man denkt 5 Schaden, das ist nichts. Aber das ist eine Menge. Ich glaube, das Maximale, das man verringern kann, glaube ich, 20. Minus 20. Oder so. Ach, keine Lust zu speichern. Derrick, ey, was war das? Any trace of the Lassie? Nothing. No sign it's been activated. Huh? Who's there? Here. So, da hat er sich verpasst. Ja, wir haben zurzeit leider keinen Manipulator, sonst würde das noch schneller gehen. Oh, ich kotze. Das ist noch Kotze. Hör mal, dieses Zurückspringen. Das ist auch ganz schlimm, wenn man einen Nahkämpfer. Noch einen Nahkämpfer als Anführer. Was war Psycom doing here? Probably thought we'd try and use a pulse machine to escape. Maybe we should try it. What does this do? Hey, you're gonna hurt yourself. Don't touch that. Wait, what if it works? Als wäre sie seine Mutter. Leave it! I told you to leave it. Stop! Stop already! I think I got it. Light, I think I can work this. Ja, nur wir können jetzt dieses Teil hier bewegen. Und ja, wir können die Gegner jetzt zerstampfen. Da hinten sind ja schon welche. Na komm. Da unten, da sind jetzt 3 Kapseln aufgetaucht. Wir brauchen eigentlich die gar nicht. Wir können also nur 3 mal angreifen. Aber die Kamera ist so dreckig. Bäm, alle weg. Oder ist hier noch einer? Ja, wir können pro... Ja, hier kein Moonwalk machen. Wir können also 3 mal angreifen. Aber wenn wir jetzt so eine Tür hier zerstören... Was macht der da? Bewegt dich nach vorne, mein Gott. Da! Umsonst verbraucht. Ja, wenn wir jetzt... für jede Tür, die wir kaputt machen, bekommen wir 3 neue Angriffe. Ich habe hier nur einmal verbraucht, also ist ja nicht so wild. Bowling! Und weg damit! Bam! Kann man das kaputt machen? Jo, aber man kann auch gegenlaufen. Wenn man die Gegner vernichten will. Was macht der da hoch? Ja, ich weiß nicht, ob es hier so eine Lebenspunkteanzeige gibt, aber ich bezweifle es. Wo sind die alle? Gut, 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 gut. Die sammeln sich alle an der Brücke. Es gibt mir mehr. auf der Karte sind die alle weg. Wieso ist die Steuerung auf einmal so schwer? Zerstampf sie einfach. Wieso? Das sind sogar neue Gegner.